Herzlich willkommen bei den Snackschmeckern. Eure Lieblingssnacktestern. Na, worum geht es heute in dieser Sendung? Hast du eine Idee? Was steht denn da bei mir auf dem Schnurrbart? Dreh- und Trink. Kennt ihr noch die Dreh- und Trinkflaschen? Also ich kenne die noch aus meiner Kindheit. Wie ist das Oh bei euch? ja. Ich hatte aber immer nur die Kirsche. Ich Meine Cola Oma. und Kirsch, glaube ich. Ja, die Cola ist natürlich für Kinder eine koffeinfreie Cola, ist ja klar. Hat meine Oma immer bei Edeka gekauft und jetzt habe ich sie auch wieder beim Edeka gestehen sehen und da habe ich alle Geschmackssorten genommen. Also wie gesagt, ich kenne weder blau noch grün noch den. Nee, Bei mir schön gab es, bunt. glaube ich, nur Cola oder Kirsche. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir hier alle Geschmackssorten bekommen haben oder ob da noch eine im Programm fehlt. Irgendwie fehlt mir so ein gelber Ton, Orange Ja, oder was. das stimmt. Dann schauen wir mal jetzt erstmal, was wir hier aufgereiht haben. Also ich Ah. bin der Cola-Mix. Ich bin der Himbeermix. Und was bist du für ein Püppchen hier? Oh, ich bin die Kirsche. Die Kirsche. Und blau ist Waldbeere. Habe ich schon mal gesagt, dass ich blaue Lebensmittel nicht so mag? Ich weiß nicht. Aber apropos blau, bevor wir dich vorstellen, warte mal kurz. Die sind nämlich gar nicht mit Farbstoffen hier. Ohne Farbstoffe, Und ohne ohne. Süßungsmittel, das finde ich sehr sympathisch für Kinder, außer die Cola. Da steht nur drauf, ohne Kohlensäure, koffeinfrei. Und wie ihr seht, in der transparenten Flasche Ja. ist braun. So, Ja, die und dann dürfen gibt's noch den Apfel. den Apfel, der dürfte auch dann transparent innen drin sein und die Farbe kommt nur durch die Flasche zustande, ne? Ja, nehme ich mal an. Und wir haben ein kleines Gläschen. Da werden wir jetzt mal welche machen, Jawohl. mal auf und dann fangen wir mit der Kirsche an. Die gute alte Dreh-Trink-Kirsche. Ich mach mal ihr. Plopp. So ging das immer. Das Dann Löchlein. guckt euch das an. Was ein Spaß. So. Retro. Ja, mega retro. Ja, aber wie ihr seht, Ist obwohl, das ist doch doch. ein bisschen Farbe, ne? Dann ist das so ein natürlicher Farbstoff, nehme ich an, von dem. Ja, Rosé. gut, es ist ja ein bisschen Kirschsaft drin. Ich gucke auch gleich, wie viel. So, hier, das Ja, zum danke. Probieren. Ich probiere direkt aus der Flasche. Also, wohl bekommt's. Oh ja, wow. Wow! Das schmeckt so richtig Intensiv. schön künstlich, wirklich. Es schmeckt künstlich, aber lecker. So Wassereisgeschmack erinnert mich voll Ja. an Sommer, Wassereis, Kindheit und so weiter. Wie viel Frucht ist hier drin? Ah, schauen wir mal gerade. Sauerkirschsaft, 1% nur. Holunderbeersaft aus Holunderbeersaftkonzentrat, 0,6%. Zitronensaft, 0,4%. Mehr nicht. Macht zusammen knapp 2%. Ist natürlich ziemlich wenig, das muss einem klar sein. Das Ja. hier, das ist jetzt hier kein vollwertiger, schöner Fruchtsaft. Saft. Das ist einfach so ein Erfrischungsgetränk. Das Ja. ist Spaß. Und ja, das erinnert uns an die Kindheit und das ist unbezahlbar, Genau. denke ich mal. Machen wir weiter mit der Waldbeere. Ja. Mal schauen, ob ich meine Aversion gegen blaue Lebensmittel ablegen kann. Hör mal, du, dreh dir hier den Kopf ab. Hast du ausgetrunken? Ja. Ja, das ist doch gut, dann kann ich den nämlich hier rein. Aber Nicht ist nicht blau. blau. Zeig ruhig mal ein bisschen höher. Hat dir eben der Schluck gereicht oder soll ich ein bisschen mehr machen? Du brauchst gar nicht so viel, reicht auch so. So. Wir sehen keine Farbe. Keine Farbe. Dabei bin ich doch Wir so riechen blau. Frucht. Ich bin gleich auch blau, passt auf. Ah. Oh. Schmeckt auch Lecker. intensiv. Lecker. Mensch, Meier, die Dinger Trotzdem schmecken. fruchtig. Die schmecken wirklich. Ja, die schmecken kräftig und das gefällt mir irgendwie jetzt, ne, bei Ja, ich denen. finde das auch Das lecker. erwartet man auch irgendwie, wenn man diese poppigen Flaschen sieht. Genau, dass man da Die Cola intensiven hebe ich mir zum Schluss Fruchtgeschmack hat. auf. Warum, weiß ich nicht. Irgendwie will ich die zum Schluss mal. Jetzt erstmal den Apfel. Apfel geht's hier an den Hut. Uhuhu. Wer hat meinen Hut geklaut? Weg ist Jetzt er. habe ich ein Loch im Kopf. Komm, hier, probier mal den Apfel. Würstelchen. Auch nicht grün, oder? Doch, ganz leicht. Ja, tatsächlich hat ein Gelbstich. So Der wie sieht aus wie Wein, ne? ja, ist ja auch immerhin, lasst Alkoholfrei. 10% Apfelsaft. Mehr als bei den anderen. Oh ja, der riecht auch intensiv nach Apfel. Mehr. Oh, da muss ich jetzt sofort probieren.
Schmeckt auch lecker, auch intensiv, fruchtig. Also das schmeckt so richtig nach Süßigkeiten, würde ich Ja, sagen, genau, so typische Apfelsüßigkeiten, ne? nach ein bisschen in Richtung Kaugummi, Bonbons, Zuckerwatte, was da alles so drin steckt einfach, ne? Also gelungen, Ja. es schmeckt künstlich, aber es schmeckt lecker. Ja, das stimmt. Dreh und trink Wir haben ja Himbeer. auch gekühlt, deswegen schmecken die auch noch mal erfrischend. Und gedreht wird hier oben. Übrigens, der ganze Spaß ist nicht für Kinder unter 3 Jahre geeignet. Ja, Denkt wegen dem dran, Deckel. dieses kleine Deckelchen, das hat nichts für Kinder unter 3 Jahre, ist verloren in Und den vor allem, man Händen. kann es ja nicht mehr verschließen und dann Komm, ich läuft's gieß mal. aus, ne? Genau. Upp, Das das. sollte man dann auch schon Hier, hellrosa. austrinken. Ja. Zart rosa. Man sieht das schlecht. Hätte ich jetzt so ein weißes Papier Ja. hinterhalten müssen, aber ihr seht das ungefähr. Und ich probiere mal hier. Ah, Schmeckt drei ein kräftige bisschen Schlücke. weniger fruchtig als die anderen, ne? Tatsächlich. Nicht ganz so intensiv. Tatsächlich. Leicht, also genau, wässerig. Ein bisschen wässerig. Riecht auch gar nicht so fruchtig, Angenehm, aber ist trotzdem wenn ihr erfrischend. mal, genau, wenn ihr mal eben nicht so die volle Geschmacksdröhnung haben wollt, sondern eher so noch mehr erfrischend, dann kann man die Ja. Himbeer empfehlen. Ja, stimmt. Und Und jetzt die jetzt, Cola. last but not least, Alle, was alle. kann die Dreh- und Trink-Cola für Kinder, koffeinfrei? Ja, wir haben im Kühlschrank Pepsi stehen, Original-Cola und andere Cola-Sorten. Jetzt hier mal diesen Kinderdrink im Vergleich. Haribo-Cola-Flaschen oder sowas. Ne? Cola Wassereis vielleicht auch, Ja, ne? oder? Ja, stimmt. So, hiervon gebe ich dir mal ein bisschen mehr. Ist ja kein Koffein drin. Schade. Wir haben es nämlich schon ziemlich spät, wo wir gerade das Video aufnehmen. Prost. Prost. Ja, das schmeckt tatsächlich wie Zitronen, Oh. wie so ein Tee, so. Ja, da ist eine deutliche Zitrusnote drin. Finden wir das auch in den Inhaltsstoffen. Orangensaft. Oh ja, genau, gar nicht Ja, Zitrus, das das ist hat irgendwie, Orange eher. genau. Das schmeckt hier Das nach schmeckt, Mexomix so ein ja, ich wollte bisschen. gerade sagen, ich kam nicht drauf. Und wir sind ja auch so selten hier. Schau mal, ich wollte hier schon Ach selten so, dämlich Cola sagen. Es Mix. steht ja auch Cola Mix drauf. Ja, was denn für ein Dann Mix? haben wir es trotzdem gut Ja, erkannt. das ist natürlich jetzt hier so eine Mexo-Geschichte. Ja. Und ja gut, da bin ich jetzt komplett, muss ich mich mal kurz umorientieren. Ich hatte jetzt mich eingestellt auf Cola. Man schmeckt auf jeden Fall, dass da noch Mexomix, doch, ja. orangig, Auch sehr zitronig. erfrischend. Ja. So sieht das Spaß aus. Na, schmecke ich euch? Ja. So, das war's. Haben Jetzt wir bin ich aber nicht voll. ganz leer gemacht, das mache ich gleich noch. Also ich finde die sehr, sehr kultig, Ja, allesamt. diese Gesichter schon allein sind lustig. Kommen wir doch mal zu unserer Bewertung. Jawohl. Das Glas muss weg. Wir So. haben bis zu 3 Sterne, die wir vergeben können. Und ich vergebe jetzt mal den ersten Stern an meinen Favoriten. Mein Favorit ist und bleibt die Kirsche, weil ich das auch noch aus meiner Kindheit kenne. Und als zweites würde ich mir den Apfel holen. Da ist auch besonders viel Fruchtsaft drin, nämlich 10%. Und auf den dritten Platz kommt, ja, Cola Mix ist nicht so mein Fall. Allgemein, das hat nichts mit Dreh und Trink zu tun. Ich fand die Wald. Moment, das muss ich nachprobieren. Ja, richtig. Überraschung, ich mag auch blaue Lebensmittel. Zum Beispiel den Dreh- und Trink-Waldbär. Und jetzt Ja, jetzt du. hast du mir keinen Platz in den Flaschenköpfen Stell da gelassen. vor. Oder sag einfach allgemein, alles gefiel Also, dir. 3 Sterne gibt es von mir. Für alle? Was ist dein Nee. Favorit? Ja, auch Kirsche mag ich, Waldbeer. Die 3 mag ich Also eigentlich wie auch. ich. Aber die mag ich auch, weil sie nicht ganz so süß Ja, ist. Cola ist der auch fällt nicht so aus dem mein Fall. Rahmen hier, weil er so ein bisschen wässriger ist, ja? Nicht Ja. so stark schmeckt, so intensiv. Genau, deswegen. Aber Aber ansonsten finde ich so alle, kann man ja, alle da trinken. habt ihr unsere Meinung. Und 6 Sterne ist unsere Nee. Top-Bewertung und das gibt bei uns Ein einen Applaus. Applaus. Dreh und Trink macht auch 2017 noch Spaß und auch Erwachsenen. Ja, Genau.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann könntet ihr uns vielleicht ein kleines Däumchen hochgeben. Und da freuen wir uns richtig drüber. Wir feiern hier jeden neuen Abonnenten und jedes Däumchen hoch. Also vielen Dank für die, die uns schon abonniert haben. Ihr seid super, das gibt auch einen Applaus. Dankeschön. Sehr nett von euch. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich trinke jetzt aus.